School day, school day. Alle gehen heute in die Krippe. Du nicht. Beeil dich. Willst du noch was essen? Wir haben 45 Minuten, sie anzuziehen, zu füttern und loszufahren. Genug Zeit. Was ist? Jemand will nicht in die Krippe. Stimmt das? Sonst wäre Adam schon in der Arbeit. Aber ich bin dankbar, dass er heute hier ist. Ich bin ja das erste Mal ohne sie. Sie ahnen was. Hier sind eure neuen Schuhe. Wer als Erste? Wer jetzt? Hand heben. Das lernt ihr in der Krippe. Das wird euch gefallen, genau wie Blake. Wenn ihr dahin wollt, müsst ihr laufen. In den neuen Schuhen. Hazel bleibt heute bei mir, weil sie noch nicht gut genug laufen kann. Ich habe sie alleine und kann mit ihr besser üben. Wenn du gehen kannst, kommst du mit. Das reicht nicht. We're good, we're ready. All right, Daddy. Daddy sperrt das Auto auf. Das Ende der Welt. All right, let's go. Bis gleich. Hazel! Beruhig dich. Ihr geht jetzt spielen mit anderen Kindern. Freuen Sie sich? Wir brauchen Hilfe. Wir nehmen sie. Wissen Sie noch, wer ist? Auf den Tässchen stehen Ihre Namen. Olivia? Parker? No. Olivia and Ava. Ava. Olivia. Olivia and Ava. Parker's the top. Parker ist die Große. Olivia hat das Muttermal. Okay. Riley ist frech. Ava ist still und süß. Mein Mutterinstinkt kommt raus. Ich bin nervös. Es ist hart. Wenn sie schreien, Füße und Hände reiben. Man hat einfach Ängste. Sie kennen die Umgebung nicht, sie kennen die Leute nicht. Und ich bin nicht da, um sie zu beruhigen. Ich freue mich, euch abzuholen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich wieder schwanger geworden bin und die 5 auf die Welt gekommen sind. Dafür habe ich gebetet. Und jetzt sage ich einfach Tschüss. Es ist schwer, sie loszulassen. Wer weiß, wie der Hund macht? Und das Huhn? Ich habe Angst, dass sie keine Freunde finden. Was, wenn sie den ganzen Tag weinen? Ich weiß es ja nicht. Diese Gedanken lassen mich einfach nicht los. Gut gemacht. Du bist so süß. Ich kann nicht von einem Tag auf den anderen auf sie verzichten. Deswegen ist es schön, dass Hazel hier ist. Jetzt kann ich mich nur um sie kümmern, ohne Unterbrechungen. Gut, auf den Bauch. Wie still es ist, nicht wahr? Jetzt kommt Musik und Kunst. Heute ist ihr allererster Tag. Ich bin gespannt, wie sie sich hier machen und mit den anderen Kindern interagieren. Steh auf, balancieren. Steh auf. Komm her. Komm her, Hazel. Hier. Gut gemacht. Sie ist ganz nah dran. Und mit meiner Hilfe wird es viel schneller gehen. Du wirst so gut. Mittagessen. Habt ihr Hunger? Yay! Yay, let's go!
Wir wollen herausfinden, wie sie mit dem Essen zurechtkommen. Sie sitzen separat mit einigen der Erzieherinnen, die mit ihnen essen. Sobald es klappt, essen sie mit den anderen. Läuft gut. Erst sitzen die Erzieher direkt neben ihnen und ziehen sich nach einer Weile zurück. Wir wollen sehen, was dann passiert, denn so verhalten sie sich auch in der Gruppe. Das ginge nicht, wenn deine Schwestern hier wären. Komm her. Nur mit einer zu Hause zu sein, ist irgendwie komisch, aber auch toll. Du wirst jeden Tag stärker. Es dauert nicht mehr lange und du gehst auch in die Krippe. Und es ist genau passiert, was wir erwartet haben. Und das gilt nicht nur für sie, sondern für viele Kinder. Sie haben sich gegenseitig das Essen weggenommen und sind in den Stühlchen aufgestanden. Natürlich sorgen wir dafür, dass ihnen nichts passiert. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis sie mit den anderen Kindern essen können. Hat's geschmeckt? There it is, Blake's bus. So the bus alarm. Der Busalarm? Schon so spät? Da kommt der Bus. Erster Tag in der Krippe. Ich bin so gespannt, wie es gelaufen ist. Es war schön mit Hazel, aber ich muss jetzt wissen, wie es den anderen vier ergangen ist. Where's my baby? Blake! Bin's. Küsschen. Ihr habt bestimmt so viel Spaß gehabt, stimmt das? Ich hab euch vermisst. Sie haben sich gut geschlagen. Sie können stolz sein. Sie sind herumgelaufen, haben sich angefreundet. Sie haben gesungen und gespielt. Ich wusste, dass sie Spaß haben werden. Es aber noch mal zu hören, macht mich wirklich glücklich. Makes me feel so happy. We'll see y'all Thursday. Okay, sounds good. Yeah. Thank you. No, good job to y'all. Und mit Hazel muss ich einfach kräftig üben. Fragst du sie, wie es war? Damit sie auch Spaß haben kann. Bye bye, school.